Schön, dass Sie mit dabei sind. Willkommen zu einer neuen Woche mit Ihrer Lokalzeit OWL. Eine neue Woche, die für viele Pendler hier in Bielefeld leider ziemlich nervig begonnen hat. Denn seit heute ist eine der Hauptverkehrsadern der Stadt nur noch eingeschränkt befahrbar. Auf der Herforder Straße werden nämlich die Gleisanlagen der Straßenbahn ausgetauscht. Ein 3,5 Millionen Euro teures Riesenprojekt mit ehrgeizigem Zeitplan. Endlich mal vorangehen sollte es dafür im Mindener Yachthafen. Fast eine Woche ist es nun her, dass dort ein sogenanntes Hybridboot in die Luft geflogen ist. Wir hatten ja darüber berichtet. 16 Menschen wurden verletzt, 3 Feuerwehrleute so schwer, dass 2 von ihnen immer noch auf der Intensivstation liegen. Die Ursache der verheerenden Explosion ist nach wie vor ungeklärt, denn dazu müsste die Unglücksjacht gehoben werden. Die liegt aber immer noch im Wasser. Dieses Gefühl, ob man wirklich gerade alles richtig macht im Straßenverkehr, kennt wahrscheinlich jeder, der irgendwo neben sich einen Polizeiwagen sieht. Aber auch sonst sollte man sich nicht allzu sicher sein, denn nicht alle Fahrzeuge der Polizei kann man auch als solche erkennen. Hans-Jürgen Burkhoff zum Beispiel ist im Kreis Paderborn auf einem zivilen Motorrad unterwegs und das hat sogar eine Kamera an Bord. Genau 1000 Jahre ist sie alt und schon damals galt die Bartholomäuskapelle nördlich der Alpen als ein ganz besonderer Bau. Die kleine Kapelle direkt neben dem Paderborner Dom wird vom Erzbistum entsprechend gefeiert. Zum Auftakt des Jubiläumsprogramms wird dort eine Kunstinstallation gezeigt. Eine Initiative von mehr als 30 Bielefelder Bürgern will auf einen Wechsel in der Politik drängen. Sie kritisiert, dass die Parlamente zu stark von der Wirtschaft beeinflusst werden. In der Bielefelder Altstadt wird ja gerade ein Tunnel gegraben für die Umleitung des zum Teil unterirdisch verlaufenden Flüsschens Lutter. Wir hatten ja im Frühling schon darüber berichtet. Bei der Buddelei sind auch einige überraschende Funde zutage gekommen, mit denen sich jetzt Archäologen beschäftigen. Knochen und Hörner aus dem 18. Jahrhundert zum Beispiel. Wir sind schon ganz gespannt. Weil es im vergangenen Jahr ein so großer Erfolg war, gibt es sie auch in diesem Sommer wieder, die Fußballfreizeit für Jugendliche aus ganz Nordrhein-Westfalen, hier bei uns am Lippesee. Die Fanprojekte NRW organisieren die Veranstaltung. Heute geht's los und mit dabei ist auch unser Reporter Stefan Leiven. Stefan, was passiert denn bei euch in den nächsten Tagen, mal abgesehen vom Grillen? So, richtig was los bei euch. Dankeschön, Stefan Leiven war das, live vom Lippesee. Sightseeing mal ganz anders, das geht neuerdings an einem Ort, der viele Jahrzehnte lang militärisches Sperrgebiet war. Den Flughafen, den Militärflughafen in Gütersloh, den gibt es nämlich schon seit 80 Jahren. Weil die Briten im vergangenen November dort ihre Truppen abgezogen haben, darf jetzt jeder mal gucken. Und das Interesse an den Rundfahrten ist riesig. Genau, wenn Sie auch Lust haben, dort mal vorbeizuschauen, weitere Termine gibt es ab Anfang September. Die Tickets kosten 4 Euro pro Nase. Und was in dieser Woche bei uns in der Region los ist, das zeigen wir Ihnen jetzt in den Tipps und Terminen. Ach, wie süß, oder? Sie gehören zu den beliebtesten Tieren in jedem Zoo, die Erdmännchen. Im Zoo-Safari-Park Stukenbrock gibt es gerade wieder Nachwuchs. Und einer unserer Zuschauer darf ganz nah ran, denn bei uns ist diese Woche Erdmännchenwoche und Sie können einen Tag als Tierpfleger bei den Erdmännchen bei uns gewinnen. Tipp schicken Sie uns am besten per E-Mail an studio.bielefeld@wdr.de oder gerne auch über unsere Facebook-Seite. Unter allen Teilnehmern verlosen wir dann einen Tag als Erdmännchenpfleger am Freitag im Zoo-Safari-Park Stukenbrock. Viel Glück! Morgen zeigen wir Ihnen das Video nochmal oder Sie können es sich auch auf unserer Facebook-Seite anschauen. Wird bestimmt super. So, und damit sind wir dann auch schon beim Wetter. Und so geht's weiter. Erstmal wieder runter und Sie haben es auch an den Symbolen gesehen. Immer mal wieder ist der eine oder andere Schauer mit dabei. Naja, schauen wir mal. Hoffentlich kriegen wir noch mal ein bisschen anständiges Sommerwetter hier bei uns, oder? Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen schönen Montagabend. Wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.